Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, euch allen geht's gut, ihr seid alle gesund und heute habe ich eine Trainingseinheit für euch vorbereitet, die wirklich für jeden umsetzbar ist, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, irgendwie rauszugehen, um seine Trainingseinheiten zu machen. Dementsprechend 10 Minuten zu Hause, die dafür sorgen werden, dass du fit bleibst und dass du bereit bist, wenn es wieder losgeht. Und alles, was du dafür brauchst, ist nur ein Ball. Viel Spaß damit! Die Aufwärmung werde ich dafür nutzen, um die ganze Trainingseinheit genauer zu erklären. Wir starten mit 100 Ballkontakten in der Luft, um einfach ein bisschen reinzukommen und falls der Ball runterfällt, einfach weiter jonglieren und die Ballkontakte sammeln. Und auch während dem Lockdown wollen wir stark und geschmeidig bleiben und das Training von heute kann absolviert werden, auch wenn man zu Hause ganz wenig Platz hat. Und ich mag es nicht wirklich in einem Bereich zu arbeiten, zum Beispiel nur Kraft oder nur Technik, vor allem wenn das Training so kurz ist wie heute. Sondern was ich persönlich bevorzuge ist, mehrere Schwerpunkte in einer Trainingseinheit zu verbinden. Dementsprechend arbeiten wir heute an 5 Sachen. Explosivität, Kraft, Rumpfbereich, Technik und Ausdauer. Insgesamt 3 Runden, jede Runde mit jeweils 4 Übungen. Die erste, Explosivität. Zweite, für mehr Kraft. Dritte, für den Rumpfbereich. Vierte Übung, Technik. Und zum Schluss eine Killerübung für mehr Ausdauer. Also bleibt dran und lass uns einfach losstarten. Und wir legen los mit 20 seitlichen Sprüngen über den Ball. 10 Mal pro Seite und den Bodenkontakt versuchen wir einfach so kurz wie möglich zu halten. Zwischen den Übungen machen wir keine Pause, sondern starten direkt mit der nächsten Übung, in dem Fall mit Liegestützen mit den Händen auf dem Ball für insgesamt 10 Wiederholungen. Die dritte Übung ist für unseren Rumpf, um stabil und verletzungsfrei zu bleiben, seitliche Twists, jeweils 10 Wiederholungen pro Seite. Und die erste Runde beenden wir mit einer Technikübung mit Ball, brasilianische Finte, eine sehr dynamische und am Anfang relativ anspruchsvolle Übung, langsam anfangen und mit jeder Wiederholung das Tempo steigern. Nach jeder Runde würde ich euch empfehlen, bis zu einer Minute Pause zu machen, um in der Lage zu sein, jede Runde einfach frisch und voller Kraft zu attackieren. Und die zweite Runde starten wir wieder mit einer Explosivitätsübung und zwar mit schnellen seitlichen Füßen über dem Ball, 10 Wiederholungen pro Seite, konzentriert und leichtfüßig abarbeiten. Eine ähnliche Kraftübung, nur diesmal wechseln wir die Hände auf dem Ball ab und sorgen für noch mehr Stabilität und Belastung auf beiden Seiten. 5 saubere Liegestütze pro Seite. Nächste Übung für den Rumpf sieht etwas leichter aus, als es tatsächlich ist. Wir heben die Beine abwechselnd vom Boden ab, am besten auch so gestreckt wie möglich und versuchen mit den Händen auf dem Ball nicht allzu sehr zu wackeln, sondern stabil und aufrichtig zu bleiben. Die zweite Technikübung ist Sohle, Innenseite. Wir nehmen den Ball mit der Sohle auf die andere Seite und stoppen es mit der Innenseite vom anderen Fuß. Saubere 10 Wiederholungen auf jeder Seite. Nach einer Minute Pause und einem Schluck Wasser legen wir mit der dritten Runde los. Einbeinige Sprünge über den Ball, insgesamt 20 Sprünge. 10 mit rechts sowie auch 10 mit links.
Ausfallschritt mit einer Drehung ist unsere nächste Kraftübung und dabei ist es sehr wichtig, ganz gezielt sich auf die Ausführung zu konzentrieren, um einfach das Maximum aus der Übung rauszuholen. 5 Stück auf jeder Seite. Die letzte Übung für den Rumpf wird definitiv dafür sorgen, dass wir unsere Bauchmuskulatur zu spüren bekommen und umso kräftiger wir den Ball mit den Beinen zusammendrücken, umso anspruchsvoller und effektiver wird auch die Übung sein. Bevor wir mit unserer Killerübung starten, absolvieren wir die letzte Technikübung für heute. Rückziehfinte mit einem doppelten Übersteiger nach innen, 5-mal pro Seite, beidfüßig, dynamisch und selbstbewusst. Bei dem Workout sind wir vielleicht langsam gestartet, aber wir haben uns mit jeder Übung gesteigert und wir werden das Ganze stark beenden. Eine Minute Burpees mit dem Ball in den Händen, bring Ausdauer, um die letzte Übung zu meistern und attackiere alle Herausforderungen während dem Lockdown, genau wie dieses Home Workout, um noch stärker und selbstbewusster zu werden, um da zu sein, wenn es bald wieder losgeht. If you stay ready, you ain't gotta get ready. Das war die komplette Trainingseinheit und auch wenn es eine ganz kurze Trainingseinheit ist, man kommt definitiv ins Schwitzen und schreibt mir bitte unten in die Kommentare, ob das Video euch gefallen hat, ob ihr Bock habt auf mehr Videos mit Übungen, die man auch zu Hause umsetzen kann. Und ich weiß, es gibt wirklich nichts Besseres, als da draußen zu trainieren und jeden Tag das zu machen, was wir lieben. Aber lasst uns einfach nach Lösungen suchen, anstatt nach Ausreden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt stark und bringt Ausdauer, meine Freunde.